We are the farmers. Ja, herzlich willkommen zum Maishäckseln hier in Vitzen, bei uns auf dem Hof. 22 Hektar stehen an. Ich heute hier mit dem Unimo ein HB80 gespannt. Jeder hat ein HB80 hinter. Drei Stück sind bei uns vom Hof. Der Mais steht super gut. Wir sind auch recht früh dran. Er ist gerade so reif. Also wir haben eine sehr grüne Pflanze mit einem ordentlichen Ertrag, auch ohne Beregnung. Obwohl wir sonst ein sehr leichtes Land haben und wir eigentlich immer beregnen müssen. Also das macht richtig Spaß zu häckseln. Es ist bis jetzt noch kein Hänger umgekippt. Richtig gut. Ja, also ich habe mir jetzt dran gewöhnt. Also die ersten Tage, man merkt das doll mit dem Kopf drehen, aber jetzt ist heute für mich der vierte Tag häckseln. Deswegen hat man sich echt dran gewöhnt. Treckerfahrer schwenken ja manchmal nach links und manchmal nach rechts. Ich schwenke ihn nur nach rechts, weil ich links halt nichts sehe wegen der B-Säule. Unsere eine Hauskoppel ist abgeerntet. Wir fahren weiter zur nächsten Fläche. Hier bin ich sehr gut zufrieden mit dem Ertrag, was da runtergekommen ist und auch mehr Qualität. Ein bisschen Unkraut haben wir zwischen den Reihen, aber es ist nur Ackerschachtelhalm. Was wir sonst eigentlich hier nicht so kennen. Sonst haben wir große Probleme mit Melde, Hirse und Quicke. Die haben wir aber hier auf dem Schlag gut im Griff. Thank you.
wir sind jetzt hier bei den letzten Touren aus Bröten. Die letzten 5 Hektar haben wir jetzt am Wickel. Der Mais steht gut, es läuft alles sehr gut. Wir sind genug Fahrer, 6 Abfahrer jetzt hier auf der weiten Strecke. Gute Erträge. Eigentlich der Wildschaden hält sich bis jetzt noch in Grenzen. Also ein sehr gutes Maisjahr 2021. Ich bin ziemlich zufrieden. Also liken, teilen und abonnieren für weitere Videos aus der Praxis. We are the farmers.